Gäste werden wechseln. Das gibt ja, ein Wien-E-Zug rauscht da in William rein, aber gibt nicht mal gelb, das ist auch schön. Der hat einen Vorarm hoch, ich glaube es hackt. Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der 19. Episode und es ist die Episode unter dem Stern des Champions League Gruppenspiels gegen den FC Chelsea, gegen die Blues, gegen den englischen Topverein aus London. Es wird eine ganz, ganz spannende Partie, es wird eine ganz, ganz spannende Runde und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall heute einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch über freuen. 1000 Likes schaffen wir bestimmt wieder, wäre eine richtig, richtig geile Geschichte und ich denke mal, euch gefällt momentan das Ganze, wie der Dortmund-Karrieremodus läuft. In der letzten Episode haben wir am Transfer-Deadline-Day ein bisschen Action-Maction gehabt, haben unter anderem fast voll einfach 50 Millionen verkauft und ich muss euch was erzählen, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal gucken wir uns an, was in dieser Episode passieren wird. Wir gehen in den Oktober und so sieht der Spielplan aus. Erstmal gegen Mainz, simuliert gegen Tschechien, simuliert gegen Russland, simuliert gegen Bayer Leverkusen, simuliert dann gegen Chelsea und Schalke. Gespielt zwei blaue Gegner und dann gegen St. Pauli im Pokal ebenfalls nochmal simuliert. Ich habe gerade schon eine Aufnahme gehabt, wo ich die ersten vier Spiele bereits gemacht habe. Aber leider Gottes, naja, haben wir da mal wieder meine Gato-Fail gehabt, die nicht aufnehmen wollte. Deswegen haben wir das 3:0 mit Dreierpack von Kevin Volland gegen Mainz verpasst. Das im Endeffekt 2:2 gegen Leverkusen nach Chicharito und Reus Doppelpack und die Qualifikation mit 1:1 gegen Tschechien und im 3:1 gegen Russland. Mal sehen, wie es diesmal laufen wird. Ich bin gespannt, aber wir simulieren das mal zum ersten Spiel gegen die Mainzer. In der Videobeschreibung übrigens ein Link zu IG Vault. Schaut da auf jeden Fall vorbei für günstige Münzen. Jetzt auch gerade bei den International Man of the Matches. 2 Euro 2016 gibt es ein Special. 6% kriegt dann auch mal oben drauf und 6% Rabatt bekommt dann auch zusätzlich mit dem Code MaxGamingTV. Lohnt sich also auf jeden Fall. Günstig, schnell, sicher und ihr unterstützt mich damit. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Wäre eine nice Geschichte und natürlich könnt ihr auch gerne bei Twitter und Instagram vorbeischauen. Auch die Seiten, da bin ich momentan relativ aktiv. Zumindest auf Instagram, auf Twitter bin ich sehr aktiv. Und wenn ihr immer die neuesten Entwicklungen zur Euro bzw. meine Reaktion darauf miterleben wollt, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir haben zwei Änderungen. Wir haben Erkin rausgepackt aufgrund seiner Verletzung. Dafür Kaibashi mitgenommen. Und wir nehmen den hier mit anstelle von Erlinch. Übrigens spielen wir gegen Russland und ich muss in dieser Episode mal was anmerken. Ich finde es unter aller Sau, wie Russland momentan in Europa behandelt und gesehen wird. Ich meine, klar, die bauen Scheiße teilweise, ja. Auch die haben Hooligans. Auch die haben momentan politische Probleme, beziehungsweise stellen sich politisch nicht so ganz astrein dar. Allein wegen der Geschichte mit Syrien, wo sie ja immer noch im UN-Sicherheitsrat ihr Veto haben und somit jede Aktion, die irgendwie dagegen sprechen würde, ablehnen würden. Es ist natürlich alles nicht einfach, aber trotzdem ist es nicht fair, Russland so mit zweierlei Maß quasi zu sehen. Viele haben schon bemerkt, dass die UEFA natürlich ja nur im Stadion die Aktion, die von Russland halt ausging, gehandelt hat, aber außerhalb wird viel über Russland gelästert und das finde ich einfach nicht okay, weil englische Fans genau das gleiche ja gemacht haben und heute vor allem wieder komplett ohne Sinn und Verstand gab es Ausstreitungen in Lille, wo Russland ja gegen die Slowakei verloren hat, ganz, ganz bittere Geschichte, vor allem weil diesmal alles von englischen Fans ausging und das ist natürlich umso schlimmer für den russischen Fußball, die haben sich heute gut verhalten, wären ja sonst ausgeschlossen worden und dann kommt sowas bei rum, absolut schlimm, die Welt ist einfach krank momentan und hat leider Gottes auch in Paris ihren Einhalt bzw. ihren Einmarsch gehalten und das ist definitiv nicht schön. Die EM sollte friedlich werden und jetzt sind es keine Terroristen vom Drecks-IS, nein, jetzt sind es dummerweise die Hooligans, die es ein bisschen kaputt machen. Timo Horn hat sich verletzt, wird 3 Tage ausfallen, das heißt gegen Mainz wird er uns nicht zur Verfügung stehen, nur Weidenfeller muss ran. Also irgendwie läuft das überhaupt nicht hier mit den Scouts, 3 Scout-Berichte und nix. Das ist unsere Elf gegen Mainz 05, Weidenfeller, Bartra, Mustafi, Rodriguez, Piszczek, Özjakub, Dragovic, Volland, Çalhanoğlu, Reus und Lukaku vorne drin. Alle außer Piszczek und Weidenfeller mit guter Form, aber Piszczek ist ja normalerweise Kapitän, deswegen spielt der da und nicht Weidenfeller. Mainz zuletzt mit einem 3:2-Sieg gegen Guimarães und mit einem 4:1-Sieg gegen Darmstadt, dafür aber nur 1:1 gegen Leverkusen, mal sehen, wie sie sich gegen uns schlagen im obligatorischen 4-2-3-1, in dem irgendwie jeder spielt. Vorne drin mit Muto, Mali, De Blasis und Moritz. Reus nach 15 Minuten verletzt raus, aber Volland, genauso wie ich es gerade gesagt habe, bei mir hat er einen Hattrick gemacht letztes Mal. Schießt das 1:0, trotzdem natürlich bitter, dass Marco Reus verletzt ausfällt. Hoffentlich nichts zu schlimmes, aber Krankenwagen ist kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Vor allem nicht, wenn er direkt ausgewechselt wurde. Ansonsten passiert nicht viel. Ben Yedder, Çalhanoğlu, El Shaarawy eingewechselt, macht das 2:0. Auch sehr schön, dann trifft er wenigstens mal, auch wenn Vollands Hattrick natürlich eine nice Entwicklung war. Und Stendera, unser Leihspieler, eingewechselt, macht noch eine Bude gegen uns. Das ist ja eine absolute Frechheit. Wie kann er sich das denn erlauben? Marco Reus bricht sich die Rippe und fällt 3 Monate aus. Das ist eine Horrornachricht. Und das ist richtig beschissen für uns. Versuchen wir es mit Training wieder ein bisschen besser zu machen. Mal sehen, wie die Gemütslage danach sein wird. Ui, immerhin 3x B, 2x D, einmal D und einmal C. Das ist ordentlich.
FIFA World Cup Qualification und zwar mit der Türkei. Mal sehen, wie es gegen Tschechien und Russland diesmal läuft. Wir wechseln ein bisschen in der Startelf. Demir spielt vorne drin, der Youngster mit den Forster-Skills und Şahin auf der 6 für Topal. Mal sehen, wie das jetzt laufen wird. Çalhanoğlu macht früh das 1:0, das ist schön. Krejci kriegt die gelbe Karte, der letztes Mal Rekola war es, der das 1:0 gemacht hatte. Oder Collage, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Kader Jabek Collage, dementsprechend Collage. Ja, ansonsten noch nicht viel passiert. Töre macht das 2:0. Anscheinend gewinnen wir dieses Mal, was natürlich auch schön ist. Mali kommt für Özyakup, aber Nesit bringt Tschechien nochmal an. Die spielen zu Hause, das heißt, sie haben theoretisch richtig Potenzial auf ihrer Seite. Aber wir gewinnen. Das ist gut, das ist perfekt. Und Frankreich demoralisiert direkt mal unseren nächsten Gegner Russland mit 4:0. Wir gehen mal wieder auf den Training Ground und schauen, was so rumkommt. Jawohl, Oxford steigt bei allen 4 Stats und ist ganz nah an der 76 dran. Und Paslak, ja, ist auch sehr nah an der 69. Deswegen werden wir den auf jeden Fall lange trainieren. Vor dem Spiel gegen Russland wechseln wir einmal und bringen Tufan für Şahin rein, genau. Ja, die spielen mit Cheryshev, mit Juba gegen mit Jagoev, mit Samedov. Ich frage mich übrigens, warum Cheryshev bei... Oh, Gelb-Rot nach 24 Minuten, das ambitioniert. Warum Cheryshev bei der EM nicht spielt, fällt mir gerade mal so auf. Ist der überhaupt im Kader oder gibt es da irgendwas, was ich nicht weiß? Schreibt mal in die Kommentare, wenn es der Fall sein sollte. Übrigens hat Aziz sich verletzt, aber bei dem ist anscheinend nicht so schön. Der spielt nämlich weiter. Allerdings hätte ich ganz gerne, dass wir das 2-0 machen. Jetzt kommt Şahin als Innenverteidiger für Aziz rein. Und Tarasov macht den Ausgleich und dem hier, Gott sei Dank, direkt danach das 2:1. Genau das wollte ich vermeiden, aber wenn wir gewinnen, ist es ja egal. Aziz hat übrigens eine Mittelfußfraktur und fällt damit 5 Wochen aus. Aber Hauptsache, der spielt auf 45 Minuten weiter. Wir haben momentan 3 Punkte Vorsprung vor Wales. 4 Punkte sogar, Entschuldigung. Und das ist wunderbar. Das erste Mal geht simuliert in ein Topspiel. Mal sehen, wie es auswärts in Leverkusen laufen wird. Wie gesagt, gerade eben 2:2, aber da hat Reus zweimal getroffen. Das wird diesmal schwierig. Wir wechseln ein bisschen durch. Horn kommt wieder rein. Bartra geht in die Innenverteidigung oder stand er da gerade schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt El Shaarawy auf links. Das ist ja logisch. Und ja, ansonsten keine großen Änderungen. Übrigens wird Emre Mor diese Episode noch sein Debüt haben gegen St. Pauli im Pokal. Leverkusen spielt 4-4-1-1, haben zuletzt gegen Bayern gewonnen, gegen Mainz unentschieden, gegen Ajax unentschieden gespielt. Also sind richtig, richtig gut drauf. Das könnte richtig gefährlich werden. Amir Mehmedi steht diesmal auch wieder auf Mittelstürmerposition, wie gerade auch schon. Çalhanoğlu macht das 1:0. Das ist sehr schön. Gegen seinen Ex-Verein trifft er sogar. Im Sommer erst gekommen und jetzt trifft er. Natürlich eine tolle Geschichte für ihn und für uns und für Leverkusen gar nicht. Lukaku macht das 2:0. Jetzt läuft sie aber mal richtig. Bender kommt für Dragovic und spielt dementsprechend jetzt gegen seinen Bruder. Mehmedi hat übrigens für die Schweiz sogar getroffen. Was natürlich ja, in Realität besser ist, als wenn er es hier machen würde. Aber Kramer bringt sie zumindest nochmal ran. Der wechselt ja zu Leverkusen zurück. Aber im Endeffekt macht das nichts, weil wir trotzdem 2:1 gewinnen. Besser als bei der anderen Aufnahme in jeglicher Hinsicht bisher. Gut, lassen wir die Verletzung von Marco Reus mal raus, weil die kann man nicht wirklich als gut betrachten. Paslak steigt dank einer B-Trainingsleistung auf 69. Sehr schön. Und Rode ist kurz davor. Pulisic nicht, aber naja. So, Freunde, gegen den FC Chelsea geht es jetzt. Das war natürlich jetzt einfach mal ein absoluter Sprung ins Nirvana. Ihr wart nicht drauf vorbereitet, aber plötzlich sind wir drin im Signal Iduna Park und das zu wunderschöner Kulisse. Wunderschöne Choreo, beste abendliche Bedingungen in der Dämmerung, beziehungsweise, na gut, es ist schon dunkel. Bisher Chelsea die absolute Macht in unserer Gruppe. 6 Punkte, beide Spiele gewonnen. Wir nur mit 3 Punkten nachher gegen San Etienne. Das heißt, wir müssen heute normalerweise gewinnen, sollten zumindest gewinnen, aber mit unserem Publikum im Rücken ist einiges möglich und das wissen wir ja, das ist immer so. Wir haben keine wirklichen Überraschungen in der Startelf, aber einige Änderungen und die gucken wir uns jetzt mal an. Für den etwas ausgelockten Çalhanoğlu steht Kevin Volland. Wissermann Yedder in der Startelf, so ist richtig. Castro auf der 8 bzw. 6, Dragovic in der Innenverteidigung. Das heißt, im Endeffekt ist da der Kollege Bartra rausrotiert und die Fans, ja, die scheinen kein Problem damit zu haben, sondern sind weiterhin richtig glücklich und freuen sich auf die Partie gegen Courtois, Ivanovic, Cahill, unseren abgewanderten Mats Hummels, Cesar Azpilicueta, Matic, Mikel, William, Fabregas, Hazard und Diego Costa. Hummels ist mittlerweile sogar Kapitän, das ist natürlich meine Ansage. Besondere Partie für ihn, wir müssen Augenmerk auf Hazard und Costa legen, die sind offensiv aktiv, aber die wichtige Geschichte ist, wir müssen treffen. Deswegen versuchen wir jetzt das zu machen, gehen rein und viel Spaß. Lukaku setzt sich durch gegen Hummels und hat die erste Gelegenheit, aber verzieht da leider Gottes relativ weit am Winkel vorbei. Trotzdem guter erster Auftakt und da sah Hummels gar nicht mal so stark aus. Die erste Ecke und damit richtig gute Gelegenheit. Unser Standardschütze ist ja jetzt verletzt, aber die Ecke kommt trotzdem gut auf Dragovic und da ist Özyakup. Ah, das wäre eine nette Gelegenheit auf jeden Fall gewesen.
Mustafi, Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Hat keine Anspielstation. Doch, jetzt Ben Yedda. Aber der Ball kommt nicht aufs Tor. Nochmal Castro nachgesetzt. Guck mal, wie wir die Zweikämpfe hier gewinnen. Jetzt wieder Volland. Sie spielen hintenrum. Ah, Lukaku spielt ja jetzt auch gegen seinen Ex-Verein. Hier kommt er fast an den Ball ran. Wo wir aufpassen müssen, ist auf jeden Fall Chelseas Offensive, weil die technisch halt unglaublich stark ist. Oh Gottes Willen, was für ein Pass von Özyakup. Ball im Aus, Abstoß. Das gibt nicht mal einen Eckball. Das ist natürlich jetzt überraschend. Wir wollen nicht wissen, was das nächste Spiel ist, denn das könnte uns nur in den Köpfen rumschwirren, denn es ist das Derby, aber wir müssen jetzt mal auf diese Partie konzentrieren. Das macht Chelsea bisher überhaupt nicht. Die hatten offensiv noch gar keine Gelegenheiten, einfach weil die vollkommen unkonzentriert spielen und mit total ja, riskanten Aktionen wie hier beispielsweise gerade wieder oder mit total unnötigen Ballverlusten auch. Das heißt, wir sind ganz nah dran, die wirklich durch diesen Druck, den wir machen, hier fast schon wieder die Balleroberung, in die Enge zu treiben und dann eventuell auch in Führung zu gehen. Hier schon wieder ein Fehlpass. Wir bleiben an der Aktion einfach mal dran. In der Mitte ist keiner bei Gonzalo Castro. Jetzt ist keiner bei Lukaku. Jetzt gut, aber Ben Yedda ist ja da. So, Volland geht jetzt nicht mit. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ben Yedda spielt ihn raus auf Ricardo Rodriguez. Und der geht mal die Linie runter. Mal sehen, was wir daraus machen können gegen Mikel. Die Flanke Lukaku. Ja, nochmal Rodriguez, aber das war jetzt nicht so gefährlich. Aber Ecke, guckt euch das an, das ist total nervös. Castro! 1:0! Die Ecke, die dämliche Ecke, hergeschenkt von Willian, bringt uns den Führungstreffer. Volland schlägt rein und der bärtige Castro macht das 1:0. Was für ein schöner Kopfball. Perfekt vorbei an Courtois, der dann nichts machen kann. Da ist keiner so wirklich bei ihm, war da komplett frei. Azpilicueta und ich weiß nicht, wer da nicht ins Kopfballduell kommt. Es ist Ivanovic, was total unrealistisch ist. Soll mir egal sein, wir führen mit 1:0 durch Gonzalo Castro gegen Chelsea. Sehr, sehr geil. Hashtag herrlich. Oh, El Shaarawy zweimal mit der Balleroberung. Schnell genug ist er. Schnell für die Defensive. Zu schnell. El Shaarawy. Alter Schwede. Hui, Thibaut Courtois mit einer Riesenparade. Das müssen wir uns nochmal angucken. Fährt er die rechte Pranke aus und hält den Hammer. Die Gäste werden wechseln. Das gibt ja, wie ein E-Zug rauscht er da in Willian rein. Aber gibt nicht mal gelb, das ist auch schön. Willian komplett frei. Horn hält den, Horn hält den, Horn hält den. Was für eine Parade. Oh, die erste Chance von Chelsea und die war gleich richtig dick. Aber Timo Horn verhindert hier den Ausgleichstreffer der Blues. Oh Gott, ist der frei. Oh Gott, ist der frei. Aber Ben Yedda ist da. Und wir klären die Situation und haben jetzt theoretisch die Konterchance, wenn wir die nutzen können. Das sieht nicht schlecht aus. Und jetzt Romelu Lukaku raus auf die andere Seite. Szene noch nicht vorbei. Da ist Ben Yedda. Und jetzt gegen Mats Hummels setzt sich da durch. Zweiter Pfosten. Da ist El Shaarawy. Aber die Flanke kommt nicht an. Trotzdem wieder Nervosität. Es ist herrlich. Gonzalo Castro mit der Balleroberung. Das ist Wissam Ben Yedda. Der kann sich da durchsetzen. Chippt den Ball auf Lukaku. Aber leider Gottes sind wir offensiv momentan nicht so aktiv. Liegt auch daran, dass wir halt führen. Wir müssen es nicht machen. So hält man den Ball in den Ein. Da kommt der Schuss. Guter Versuch. Da hat nicht viel gefehlt. Puh, Matic kommt nochmal zu einem Abschluss. Wir bringen jetzt übrigens gleich Mahmoud Dahoud in die Partie und zwar für Özyakup, haben damit unser Wechselkontingent erschöpft, denn wir haben schon Dembélé, den wir jetzt hier am Ball sehen werden, eingewechselt und den Kollegen Hüjay und Dembélé zeigt direkt mal wieder sein Tempo und wie setzt sich hier durch, jetzt ist Hummels noch im Weg, Hummels wird aber stehen gelassen mit dem Berberspin, naja gut, nicht stehen gelassen, aber zumindest mal kurz überwunden, aber dann sind andere da. Guckt euch an, wie nervös die sind. Mahmoud Dahoud mit der Balleroberung. Das muss das 2:0 sein. Er legt ihn quer. Lukaku ist da und er macht das 2:0. 90. Spielminute. Lukaku trifft gegen seinen Ex-Verein. Deutlich riskanter, als es hätte sein müssen. Ich hätte auch selber schießen können oder irgendwie ein bisschen weniger doll querlegen. Dann hätte halt, wer ist denn das da? Ben Yedda, glaube ich, das Tor gemacht. Aber irgendwie kommt er bei zu Lukaku und der muss auch Flugkopfball machen, weil sonst wäre nicht cool genug. Soll mir aber egal sein, denn es ist die Entscheidung und wir gewinnen gegen Chelsea. Supergeil. Herrlich. Und es ist noch nicht vorbei. Nochmal Usman, Dembélé. Guckt euch an, wie schnell der ist. Nochmal quergelegt, nochmal Übersicht. Lukaku. Oh ja, ach du Mann. Normalerweise bin ich so egoistisch mit Dembélé. Jetzt lege ich ihn quer und Lukaku macht ihn nicht. Ja gut, Courtois ist halt auch ein guter. Egal, vielleicht durch die Ecke. Volland bringt ihn rein, aber da ist keiner. Ah, schade. Egal,
Feierabend. Wunderbar, wir gewinnen mit 2:0 gegen den Chelsea Football Club und sind damit wieder da. In der Champions League Gruppenphase haben wir alle Chancen offen und vor allem durch diesen Sieg sind wir jetzt wahrscheinlich sogar an Chelsea vorbeigezogen. Ganz, ganz starke Leistung heute auf jeden Fall. Die Fans sind zu Recht glücklich. Castro mit dem frühen, ja, was heißt frühen, mit dem verdienten 1:0 auf jeden Fall und Lukaku dann per Konter zum 2:0 per Flugkopfball. Richtig geile Partie auf jeden Fall. Wir sind gewappnet fürs Derby, wir sind gewappnet für die weiteren Spiele in der Champions League. So kann es weitergehen. Ach, ist das schön. Hashtag herrlich und Courtois ist geschlagen. 9:2 Schüsse. Die anderen Ergebnisse sind die Hände gewinnt gegen Chelsea, gegen Celtic, nicht gegen Chelsea. Beşiktaş gewinnt gegen Midtjylland, Barcelona gegen Man United 4:1. Ayobai. Ansonsten keine Überraschung. Ein neues Spiel, ein neues Derby und hoffentlich 3 Punkte. Ihr seht's unten rechts. Schalke 9 Punkte hinter uns. Wir haben momentan 6 Punkte vor Wolfsburg. Wir sind dominant wie noch nie und das wollen wir auch im Derby sein. Das ist jetzt unsere Aufgabe für unsere Fans, für unsere Stadt, für unseren Verein und für die 3 Punkte. Auf geht's, zerstören wir S04. Es ist soweit. Wir sind soweit. Schalke ist soweit. Die Fans sind bereit. Wir sehen sie hier gerade nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich, warum nicht? Gehen die davon aus, dass Dortmunder Fans eine blau-weiße Choreo mitmachen würden? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall wollen wir siegen. Wir wollen unsere Führung ausbauen und wir wollen zerstören. Wir sind also auf Terminator-Mission. Schalke 04, Fährmann, Kaithara, Alter, Zulu, Matip, Kolasinac, Goretzka, Geis, Clemens, Belander, Choupo-Moting und Hüntela. Ja, okay. Horn, Piszczek, Oxford, Mustafi, dazu Rodriguez, Bartra auf der 6. Warte mal, das ist falsch. Özyakup, Volland, Çalhanoğlu, El Shaarawy und Lukaku. Eigentlich sollte Dragovic auf der 6 spielen. Dann tauschen wir gleich Oxford und Bartra. Schiedsrichter, Heimo Wasserschneider. Wasser gibt's nicht, sondern beste Fußballbedingungen. Das Dach ist offen. Auf geht's. Wir sind 2 Minuten drin und haben direkt eine exzellente Freistoßposition, aber nicht für Ozan Özyakup, sondern für Hakan Çalhanoğlu. Ich weiß, wie man Freistöße schießt. Danke, Kiefer. Ja, Herne West wird jetzt wahrscheinlich gleich ein blaues Wunder erleben. Der Çalhanoğlu kann Freistöße wie kaum ein anderer in der Bundesliga. Oh, Pfosten. Lukaku, 1:0, 7. Spielminute, der Druck der ersten Minuten zahlt sich aus und unser Belgier macht sein 8. Saisontor im 10. Spiel und unseren Führungstreffer. Ball zurückgespielt, Çalhanoğlu macht das gut und dann stehen sie ganz schlecht, Zulu ist nicht bei Lukaku und der eiskalt in den Winkel, geiles Tor von Romelu. Lukaku, unserer Nummer 17 und die Führung, genauso muss es weitergehen. Schöner Ball auf Piszczek und dann versucht es voller mit dem Seifalzier, kommt aber nicht an den Ball. Özyakup auf El Shaarawy, der geht in den 16er, kann den Ball behaupten, zurück auf Özyakup, 2:0, 22 Minuten durch und wir dominieren das Derby, die Mutter aller Derbys, das Revier-Derby. Unsere Fans sind am Feiern, es sind unglaublich wenige, was total unrealistisch ist, aber egal. El Shaarawy kann sich hier behaupten, außen gegen Belander war es, glaube ich, dann klug zurückgelegt. Ozan ist da und wir führen 2:0, einfach nur Hashtag herrlich. Puh, Rodriguez rettet den Ball da von der Linie. Erste Offensivaktion der Schalke und die wird gleich gefährlich. Aber Horn haut den Ball jetzt hinten raus und Lukaku kann den behaupten. Das habe ich doch direkt mal gesehen. Spielt in den Lauf von El Shaarawy, wollte ich zumindest. Erobert sich den Ball aber nochmal wieder und wieder. Fehlpass, Mann. Bartra mit einem perfekten Tackling. Besser kann sie das kaum machen. Jetzt Oxford raus auf El Shaarawy und der hat sowas von viel Platz. Viel zu viel Platz. Martip, kommt er hinterher? Hinter dem schnellen Stefan El Shaarawy. Nein, kommt er nicht. Wir müssen aber nochmal zurückziehen. Die Flanke mit dem rechten Fuß schlagen und die geht absolut ins Niemandsland. Aber wir kriegen eine Ecke. Die erste Halbzeit ist rum. Schalke hat sich ein bisschen gefangen zum Ende dieser ersten Hälfte der Partie. Allerdings sind wir immer noch deutlich überlegen und führen durch Tore von Lukaku und von Ozan mit 2:0. Genauso muss es weitergehen. Wir wollen, dass da am Ende 0:4 steht. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Hüntela. Und plötzlich nur noch 1:2. Schöner Angriff von Herne West über die rechte Seite. Die Flanke von Younes Belander war es, glaube ich, war es von Clemens. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam Rodriguez da aber absolut nicht hinterher. Und dann ist niemand in der Mitte da, weil Bartra nicht aufpasst. Und Piszczek irgendwo steht. Und Horn kann auch nichts machen. Nee. Und mit nee meine ich, dass wir das sicherlich nochmal knapp werden lassen wollen. El Shaarawy kommt aber nicht zum Abschluss. Ui. Fährmann ein bisschen riskant, wir müssen gleich mal wechseln, damit wir nochmal frische Kräfte haben.
Wir haben dreifach gewechselt. Dembélé ist drin, Dahoud ist drin. Und soweit ich mich erinnere... Shit. Habe ich auch Kagawa reingebracht. Aber Schalke drückt jetzt gerade hier. Wir haben unsere Dominanz ein bisschen verloren. Jetzt haben wir eventuell eine Konterchance. Shinji Kagawa. Wir rücken zu langsam nach, obwohl ich auf Konter stehe. Das ist Ozan. Das ist Lukaku. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Langer Ball in den Lauf von Ousmane Dembélé. Und er kann den nicht richtig kontrollieren, weil er geschoben wird. Schade. Das wäre auf jeden Fall eine gute Situation geworden. Jetzt ist Sulu schon mit vorne, Hüntela, das gibt's doch nicht, der macht den Ausgleich. I-Touch Sulu mit der Vorlage, was ist das denn? Das ist so beschissen verteidigt. Freunde, das kann doch nicht passieren. Das darf auch nicht passieren, beim besten Willen nicht. Ist das schwach? Ist das schwach? Und, oh, kann ich gar nichts zu sagen, einfach nur absolut schwach. Kagawa, oh Gottes Willen, er kommt nicht mal an den Ball, weil er nicht schnell genug reagiert. Übrigens beide Tore über die Seite von Ricardo Rodriguez, der da beide Male absolut keine gute Figur gemacht hat und einfach seine fehlende Schnelligkeit eingebüßt hat. Das war jetzt ganz schwach von Dahoud gerade. Wir müssen jetzt aufpassen, aber nicht noch das 3:2 kassieren. Wieder die Seite von Rodriguez komplett offen. Ricardo Rodriguez jetzt. Den holt er das gibt es nicht. Ricardo Rodriguez mit dem Fehler. Hüntela. Das ist... Der Fehler von Rodriguez, der dritte. Der dritte Fehler von Rodriguez und Hüntela macht einen Hattrick. Ausgerechnet Hüntela, den ich am wenigsten da mag. Nach 0:2 kommt Schalke zurück. Foul. Ey Jungs, das ist ein Foul. Er spielt nur Dembélé und nicht den Ball in der Situation. Es ist so bitter. Ich reg mich da tierisch drüber auf, dass wir hier tatsächlich verlieren, zu verlieren drohen. Nochmal in der Mitte. Komm, Dembélé, nochmal abgelegt. Komm, auf Lukaku. Lukaku im 16er. Romelu Lukaku macht den Ausgleichstreffer. 90. Spielminute. Und wieder ist es Lukaku. Gerade gegen Chelsea schon in der 90. Und diesmal wieder. Gott sei Dank. Wir stehen auf totaler Angriff. Und das sieht man hier natürlich auch in der Situation. Alles mit vorne erstmal noch gescheitert und dann bringt Dembélé den Ball nochmal in die Mitte auf Romelu Lukaku und der ist so sträflich allein und ballert das Ding in den Winkel. Halleluja. Ganz, ganz wichtiger Ausgleich. Das hätte meine Moral auch nicht verkraftet. Sehr gut reingespielt. Da kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Timo Horn rettet uns hier vielleicht den Punkt und wieder war es über die Seite von Rodriguez. Der wird kein Spiel mehr machen erstmal. Es geht gar nicht. Fast 4 Tore verschuldet und so spielen wir wenigstens 3:3. Unsere Mannschaft kompensiert diese eine Baustelle hinten links. Zum Glück haben wir Hüschlein geholt und wir gewinnen nicht, aber wir spielen immer unentschieden im Revierderby. Ich brauche nicht mehr viel sagen, es ist alles gesagt. Oh, was für ein Spiel, mein Herz. Puh, immerhin ein Punkt. Muss man mit leben können. Der hat einen Form hoch, ich glaube es hackt. Wir springen direkt ohne weiteres ins letzte Spiel dieser Episode. Pokal gegen St. Pauli, Debüt von Emre Mor. Allgemeine B11 auf jeden Fall gegen den Zweitligisten. Hoffentlich wird uns das nicht irgendwie zum Verhängnis. Miyaichi, Meier, Sobotta und Thyssen stark in Defensive bei Pauli. Und Mor macht das 1:0. Sehr schön. Erstes Spiel für den BVB und direkt sein erster Treffer. Der türkische Junge. Ja, dann kommt Ben Yedda und macht das 2:0. Dragovic kriegt gelb-rot, das ist nicht so schön. Wir skippen mal und wir bleiben beim 2:0. Herrlich, Mohr trifft sogar. Super. Und damit war's das von dieser Episode. Es ist mittlerweile dunkel geworden, aber was soll's, wir gewinnen ja den Großteil der Spiele hier. Spiel nur einmal unentschieden und zwar ja im Endeffekt gegen den größten Gegner, den wir in der Episode hatten, und zwar gegen Schalke 04. Ganz, ganz bitteres Spiel für Rodriguez ist erstmal gelaufen, aber ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht ja die anderen Parts gesehen habt, bei den anderen Parts vorbei, die lohnen sich auf jeden Fall. Schaut bei Edgyvolt vorbei, schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Twitter vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß bei der EM heute. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.